So, meine Damen und Herren, kommen wir jetzt zurück zu einer neuen Folge von Formel 1 Karrieremodus. Heute mal in einem Part will ich das durchziehen, wenn ich die Zeit habe. Wir sind immer noch im McLaren, wir sind Man of the World. Und wir setzen mal die Karriere fort, denn ich weiß, was jetzt schon passiert. Oh, bin ich gespannt. Ich hoffe mal, das passiert, was ich jetzt möchte. Oder ich habe schon... Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Ich weiß bloß, dass ich Karrieretraining 2 jetzt bin. Weil es sich ein bisschen unangenehm im Moment fühlt. Ach, da bist du ja. Prima. Willkommen in deiner zweiten Heimat. Wir kriegen Unmengen an Echtzeitdaten aus der Fertigungshalle und alles läuft hier durch. Also verbringe ich mehr Zeit mit der Analyse der Berichte und weniger damit, dich ständig suchen zu müssen. Deswegen... Sorry, Sekunde. Ja, Chris hier? Ist es wichtig? Ich bin gerade beschäftigt. Okay. Ja, das ergibt keinen Sinn. Lass Sarah die Simulation nochmal neu starten. Okay. Entschuldige bitte. Was ich sagen wollte, wir haben dir hier einen Arbeitsplatz eingerichtet. Du hast mit deinem Laptop Zugriff aufs Netzwerk, also kannst du den F&E-Status überprüfen. Und lass uns wissen, wie du die Daten am Rennwochenende und in den Trainingsprogrammen einsetzen willst. Ach ja, und denk daran, Nachrichten aus der Fertigungshalle sind nicht nur gute. Manchmal gehen Tests daneben, so wie gerade eben. Und wir müssen was anderes versuchen, damit wir das hinkriegen. C'est la vie, fürchte ich. Naja, c'est la vie, so ist es eben, Leute, da kann man eben nichts ändern. So, wir werden jetzt mal kurz, ja. Ressourcenpunkte, wenn wir jetzt hier, das werden wir mal kurz überspringen, so 3000 Punkte, dadurch, dass wir schon was gegeben hatten am Anfang. Weiter geht's. Laptop öffnen. So, ich werde hier wieder mal ein bisschen, so machen. So, was wollen wir machen? Wo wollen wir denn unsere Punkte reinsetzen? Ich würde mal so sagen, die Motorleistung ist sehr wichtig. Für 1000 Punkte macht man das. Geschätzte Fahrstellung ist dann in Bahrain. Und der Teileffekt ist aber klein. Was soll man denn sonst dazu sagen? So. Zurück. Dann gehen wir mal hier runter. Dann gucken wir mal hier. Oder was soll man hier? 2 Wochen dauert ungefähr die Entwicklung. Chassis, was ist hier dann der Unterschied? Der zentrale Unterboden ist dann eine Gewichtsverteilung. Machen wir den, der ist dann auch im Bahrain fertig. Und Stabilitätsfähigkeit, die Abnutzung insgesamt wird verringert für 500. Die machen wir auch nochmal schnell. Den Rest können wir leider noch nicht machen, echt schade. Da war es das jetzt. Was ist denn hier? HLA. Was ist denn HLA? Hm. Ach, das kann sogar noch fehlschlagen, das ganze Ding. Ich setze mal lieber auf... Hätte ich das bloß am Anfang gemacht. Ging das da? Keine Ahnung, ob es da schon ging. Buh, machen wir lieber das hier, bevor das fehlschlägt. Und das gleiche machen wir hier unten auch noch, wenn das geht. Zu wenig Ressourcenpunkte. Aber das können wir noch machen. Das ist gut.
So, und dann würde ich sagen, gehen wir ab ins Rennen. Also, beziehungsweise, wir gehen ja dann ins Training 2. Also, ich werde mal kurz hier, also Motor umrüsten möchte ich eigentlich ungern. Sieht man irgendwo einen Unterschied? Getriebe, 6% Abnutzung, Reifen. Ansprüchen. Nee, eigentlich können wir noch so weiterfahren. Gut. So, dann gehen wir jetzt zum Training. So, jetzt springen wir gleich hier hin. Und gehen wir hier erstmal rollen. Also das war perfekt. Das Benzinsparen müssen wir jetzt noch schaffen. Da fahren wir mit den Superweichen. Weil ihr mit empfohlen sind und das starten wir gleich. Wir machen den Herausforderung. Für euch ist es wenige Tage her, dass ich Formel 1 gespielt habe. Für mich ist es schon 2 Wochen, glaube ich, her. Dass ich das gespielt habe. Für mich ist alles ganz unbequem hier. Boah, es leckt doch ein kleines bisschen. Weil mein PC irgendwie sagt. Ah so, okay. Oh mein Gott. Die Name sieht echt kacke aus hier drin. Oh fuck. Alles klar. Standbild. Wie im Flill abgefahren. Mann, das kotzt mich jetzt schon an. Nee. Was? Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Alles klar. Komplett weggerutscht, oder? Was ist hier passiert? Ja. Einmal komplett weggerutscht. Wir wollen realistisch bleiben. Die Season ist für mich vorbei. Und da kommen die Paparazzi schon. Wichtig ist, dass wir das Rennen schaffen. Und warum das so im Hintergrund leckt, das weiß ich echt nicht. Es läuft nichts im Hintergrund. Außer die Aufnahme läuft nichts. Ich habe hier echt nie was los ist. Das erste Mal, dass ich jetzt überhaupt in die 3 gehe jetzt.